Heute für euch, warum Severus Snape nie wirklich die Todesser verlassen wollte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Ich habe das schon ein paar Mal über Severus Snape gesagt. Ich weiß, er war der Held, aber die Wahrheit ist, dass er nie ein Held sein wollte. Niemand wacht am Morgen einfach auf und sagt, hey, ich glaube, ich werde heute einfach mal ein Held sein. Das ist aber nicht das, was ich meine. Was ich meine ist, dass Snape nie vorhatte, die Todesser zu verlassen. Er war ziemlich glücklich in Voldemorts Reihen. Er war sehr geschickt und dort hoch angesehen. Es wirkt aber einfach schicker, wenn ich sagen wollte, er wollte nie ein Held sein. Aber ist das die Wahrheit? Heute werfen wir einen Blick darauf, warum Severus Snape nie die Todesser verlassen wollte, denn er wollte es wirklich nicht. Lasst uns zuerst über Severus Snapes Zeit in der Schule sprechen, damit wir verstehen können, warum er den Todessern so sehr zugeneigt war. Er war ein Einzelgänger, das einzige Mädchen, das er je geliebt hat und im Grunde auch seine einzige Freundin Lily Potter wurde in ein anderes Haus sortiert als er selbst, trotz seiner ultimativen Fantasie und seines Wunsches, dass er sie ein Slytherin wurde, und sie wurde leider ein Gryffindor, was ihm ziemlich die Laune vermieste. Was natürlich niemals in einer Million Jahre passieren würde, dass Slytherins keine Muggelgeborenen akzeptieren, oder zumindest taten sie das zu der Zeit nicht, und Lily war genau das. Zudem wurde er von vier anderen Gryffindors gemobbt, die es ziemlich lustig fanden, Snapes Leben zur Hölle zu machen, angeführt von dem arrogantesten, James Potter. Snape versuchte sie abzuwehren, aber wenn es 4 gegen 1 sind, kann man sich vorstellen, was dabei herauskommt, es sei denn, man ist eine Art Tom Riddle. Snape hatte sowieso immer das Gefühl, er sei anders als die anderen Schüler. Er hatte mehr als nur ein großes Interesse an den dunklen Künsten und war für die Erschaffung von mehreren Zaubersprüchen verantwortlich, die noch immer in Hogwarts benutzt wurden. Snape spiegelte irgendwie die Slytherin-Eigenschaft des Ehrgeizes wider, denn Snape wollte sich selber verbessern. Er war besonders begabt in Zaubertränken, aber er war immer noch allein, bis eines Tages Lucius Malfoy ins Spiel kam und Snape unter seine Fittiche nahm. Für die, die es nicht wissen, Lucius war Snape einige Jahre voraus in Hogwarts und machte seinen Abschluss lange vor ihm. Aber wie auch immer, er nahm Snape unter seine Fittiche in Hogwarts und führte ihn in die Slytherin-Schar ein, zu der auch Leute wie Bellatrix Black, Rodolphus und Rebastian Lestrange und viele andere zukünftige dunkle Zauberer oder Todesser gehörten. Severus Snape geriet immer tiefer in die dunklen Machenschaften, als er seine Leidenschaft für dunkle Magie nicht länger verleugnen konnte. Widerwillig trennte er sich von Lily, als er sie aus Frustration ein Schlammblut nannte und den Todessern beitrat. Dort war es für Lily dann auch im Kopf vorbei mit Snape. Nach seiner Graduierung vertiefte er seine Verbindung zum Dunklen Lord und gewann sehr schnell Voldemorts Gunst. Er war gut ausgebildet im Umgang mit einem Zauberstab, verfügte über ein umfassendes Wissen über Zaubersprüche und konnte wahrscheinlich jeden Zaubertrank für den jeweiligen Anlass brauen. Zudem zeigte er eine kalte Fassade mit einer beherrschenden Persönlichkeit. Snape war so angesehen beim Dunklen Lord, dass er seine Loyalität während Voldemorts Machtübernahme bewies, als er ihm von der Prophezeiung berichtete, nachdem er sie Trelawney belauscht hatte. Obwohl er nicht das ganze Ausmaß der Prophezeiung hörte, erfuhr er genug, um zu wissen, dass die Herrschaft seines Meisters bedroht war, sollte der Auserwählte geboren werden. Erst als Snape erkannte, dass der Auserwählte der Sohn von Lily Potter ist und sie somit in unmittelbare Gefahr brachte, begann seine Hingabe zu wanken. Dies spiegelt nun die allgemeine Botschaft von Harry Potter wider, denn es unterstreicht, dass die Liebe alles besiegt und wirklich die mächtigste Magie ist, weil sie alles verändert. Allerdings bleibt ein Problem. Snape erkennt, dass Lily in Schwierigkeiten ist und kennt den Dunklen Lord gut genug, um zu wissen, dass Voldemort die Potters finden wird. Er wird James töten, er wird Lily töten und dann wird er auch noch das Baby töten. Dies ist Snapes Zukunft, die durch die Prophezeiung tatsächlich erfüllt wurde. Die Prophezeiung sagte nie voraus, dass Harry zum Sieg bestimmt ist. Trotz seiner Loyalität dem Dunklen Lord gegenüber konnte Snape den Gedanken überhaupt nicht ertragen, dass Lily getötet werden würde. Er flehte Voldemort an, ihr Leben zu verschonen, und es überrascht auch nicht, dass dieser seinem Anliegen zustimmte. Dies zeigt, wie hoch Voldemort den Wert von Snapes Loyalität einschätzte. Es ergibt nicht mal einen Sinn zu sagen, dass Voldemort Snapes Bitte zugestimmt hat, denn es ging dem Dunklen Lord nicht darum, Snape zu begünstigen, sondern es war ihm egal, ob Harry oder James sterben würde, solange Lily verschont blieb und es ihr gut ging.
Diese Art zu denken ist wirklich sehr unmoralisch. Der Gedanke, dass der Vater und das Baby sterben könnten, solange die Frau, die man liebt, am Leben bleibt, selbst wenn sie einen nicht liebt. Nachdem Snape und Lily sich gestritten hatten und nicht mehr miteinander gesprochen hatten, trat Snape vor einigen Jahren dem Orden des Phönix als Doppelagent bei, weil Lily getötet worden war und der Dunkle Lord besiegt wurde. Wäre er den Todessern gegenüber loyal geblieben, wäre er jetzt in Azkaban. Der Seitenwechsel war tatsächlich sein Weg, um jeder Bestrafung zu entgehen, während er gleichzeitig den Schutz des Ordens des Phönix genoss und zusätzlich einen bequemen kleinen Job in Hogwarts annahm. Tatsächlich wollte er die Todesser aber nie verlassen, und wenn Voldemort sich nicht geändert hätte und Snape die Seiten nicht gewechselt hätte, hätte Voldemort ihn gejagt und getötet. Snape trat den Todessern bei, um sich geschätzt und anerkannt zu fühlen. Er hatte den Wunsch, die Zauberergesellschaft mitzugestalten, damit andere nicht dasselbe durchmachen müssen wie er. Snape wusste ganz genau, was er tat, nachdem er die Seiten gewechselt hatte, und man kann sogar seine Bitterkeit ein wenig gegenüber Harry spüren, als der Junge Hogwarts besuchte. Ja, Snape beschützte ihn, aber er missbrauchte ihn auch und gab ihm von ganzem Herzen die Schuld an dem Tod von Lily Potter. Seiner Meinung nach hätte Lily noch am Leben sein können, wenn Harry nicht beschützt werden müsste. Lily war für Snape das Zentrum seiner gesamten Existenz, seit seiner Kindheit. Er würde Harry und im Grunde eigentlich jeden Schüler eintauschen, um Lily am Leben zu erhalten. Das ist klar. Viele von uns wissen, dass Snape nicht wirklich geglaubt hat, dass Voldemort so böse war, wie man uns glauben machen wollte. Anfangs hatte er sogar eine gute Beziehung zu ihm. Erst als Voldemort wieder an die Macht kam, erkannte er, wie furchtbar der Mann wirklich war und drängte darauf, seinen Untergang herbeizuführen. Doch eines ist sicher: Snape wollte die Todesser nie wirklich von Anfang an verlassen. Ich bin sicher, dass es einige von euch gibt, die mit dem heutigen Video nicht einverstanden sind. Also lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Glaubt ihr, dass Snape nicht allzu scharf darauf war, die Seiten zu wechseln, bis Lily getötet wurde? Und das war's auch schon mit dem heutigen Video. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.